Ja, einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen hier in Heilbronn. Mein Name ist Thomas Bösch und ich habe das Vergnügen, Ihnen als Stadtführer diese herrliche Villa, die Weinvilla, vorstellen zu dürfen. Begleiten Sie mich jetzt in das Innere der Villa und ich erkläre Ihnen und erzähle Ihnen die Geschichte der Villa und die Räumlichkeiten von innen. Die Villa wurde 1873 im Auftrage eines Bankiers gebaut, der allerdings kurze Zeit später, wohl aus Geldnöten, diese Villa verkaufen musste. Sie wurde an Andreas Feist, den ehemaligen Direktor der Zuckerfabrik und Mitbegründer der Brauerei Kluss, verkauft, der allerdings vor Einzug in diese Villa dieses Haus noch aufwendig umgestalten und die Fassade im Stile des italienischen Renaissance umgestalten ließ. Diese Umarbeiten nahm der ehemalige Stararchitekt aus Stuttgart, Robert von Reinhardt, vor. Diese Umgestaltung nahm einige Zeit in Anspruch und nachdem die Familie hier eingezogen ist, hatte Andreas Feist auch nur wenige Jahre das Vergnügen, hier in dieser Villa wohnen zu dürfen. Er verstarb bereits 2 Jahre nach dem Einzug und hinterließ seine Witwe Henriette Feist und 2 heranwachsende Söhne. Der Name Henriette Feist ist untrennbar mit dieser Villa verbunden. Sie hat während ihrer Zeit diese Villa mehrfach umbauen und umgestalten lassen. Wir befinden uns hier in einem eleganten Anbau, dem ehemaligen Gartensaal, in dem während des Winters exotische Pflanzen hereingebracht worden sind und im Erdgeschoss dann in der Kühle des Sommers der Tee zwischen den Wänden genossen werden konnte mit den täuschend echten Marmormalereien an den Wänden. Nun, dieses Haus war auch Treffpunkt von verschiedenen Künstlern und kulturellen und musischer Unterhaltung. So hat unter anderem auch Hugo Wolf, der Komponist, hier in diesem Musikzimmer seine Konzerte an dem Flügel gegeben und es fanden auch literarische Lesungen statt. Diese aufwendigen Dekorationen an den Wänden, die Malereien an Wänden und Decken, nahm der sehr bekannte Dekorationsmaler Ernst Bader statt, der auch Hofmaler des Königs Wilhelm II. Von Württemberg war. Also Henriette Feist wusste durchaus die Qualität der Handwerker zu schätzen. Nach dem Tode Henriette Feist 1902 wurde dieses Haus auch mehrfach dann veräußert. Das Haus hatte auch das Glück, den Krieg unbeschadet überstanden zu haben und war dann in den 60er Jahren bis in die 90er Jahre hinein im Besitz der Stadt Heilbronn, bis es dann die Stadtsiedlung 1995 erwarb. Die Villa wurde dann mehrjährig in einem relativ hohen Aufwand renoviert, auch im Stile des italienischen Renaissance. Und vor über 20 Jahren fand sich dann die Betreibergesellschaft von 14 Weinbaugenossenschaften und die Weinbaugenossenschaft Heilbronn-Erlenbach-Weinsberg zusammen und hatten die geniale Idee, hier besten Wein in dieser Villa ausschenken zu lassen. Dies verbunden mit gehobener Gastronomie macht diesen Ort zu einem echten Erlebnis. Ich hoffe, dass ich Sie neugierig gemacht habe auf einen Besuch hier in der Villa und möchte mich nicht ohne einen Spruch von Johann Wolfgang von Goethe von Ihnen verabschieden, der da sagte: Das Leben ist viel zu kurz, um schlechten Wein zu genießen. Adieu.